neuen Video von mir. Ich weiß, dass ganz viele von euch den Vorsatz haben, 2014 sich gesünder zu ernähren, ich eingeschlossen. Bisher klappt es ganz gut, aber ich merke, dass es schwierig ist, sich immer wieder neue Gerichte zu überlegen, die schnell gehen, lecker sind und auch noch gesund sind. Und gerade beim Frühstück weiß ich häufig einfach nicht, was ich essen soll. Und genau aus diesem Grund haben Robin von Robin Reich TV und ich uns eine Frühstücksidee überlegt. Genau, wir machen heute Vitalkekse. Sie sind saulecker, energiereich und man kann selbst bestimmen, was hineinkommt. Während die dann ein paar Minuten im Ofen sind, machen wir drüben Spiegeleier in Paprikaringen. Und während das dann vor sich hin brutzelt, geben wir darüber zu Kathi und sie macht einen sauleckeren Smoothie. Und los geht's! Für unsere Vitalkekse brauchen wir erstmal eine coole Schale, in der wir das alles hineintun. Dann dazu ein Backblech. Und die Zutaten, die ich heute nutze, die zeige ich euch jetzt. Darum kommt mal rüber. Für unsere Vitalkekse brauchen wir erstmal 50 Gramm Haferflocken, dann 200 Gramm verschiedene Nüsse. Ich habe hier gehackte Erdnüsse, Sesamkörner und ein paar gehackte Mandeln. Dazu kommen dann noch ein paar Rosinen, ein Ei, Vanillearoma, 2 Esslöffel brauner Zucker und flüssiger Honig, um das Ganze zu vermengen. Das Ganze kommt jetzt in die Schale. Hier ist die Masse für unsere Vitalkekse, schön vermengt. Ich lasse jetzt noch den Honig neben mir stehen, falls es noch zu trocken ist, aber das sollte erstmal funktionieren. Jetzt nehmen wir dazu 2 Löffel, das ist mein ultimativer Küchen-Pro-Tipp für euch. Man schnappt es sich einfach und macht damit auch so schöne Keksform. So, gebt gut mit 2 Löffeln und die ganzen nehmen wir uns dann und geben die auf unser Backblech. Hier sind jetzt die fertigen Vitalkekse, die kommen jetzt für 12 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Während die Vitalkekse jetzt hier drüben im Ofen sind, machen wir jetzt hier Spiegeleier in Paprikaringen. Dazu nehmen wir uns einfach ein Messer und schneiden aus den Paprikaringen so ungefähr 1 cm hohe Scheiben hinaus. Die nehmen wir als Form, da schlagen wir dann die Spiegeleier hinein. Das Ganze kommt in die angeheizte Pfanne und dann kommt eine zweite Pfanne oben drauf. So, während die Eier jetzt vor sich hin garen und die Vitalkekse im Ofen sind, gehen wir rüber zu Kathi und sie macht jetzt einen wunderbaren Smoothie. Momentan trinke ich echt jeden Tag zum Frühstück einen Smoothie, weil es so einfach geht und dazu noch echt gesund ist. Für diesen Smoothie habe ich heute Blaubeeren genommen, Himbeeren, eine ganze Mango und milden Orangensaft. Für eine Portion von dem Smoothie habe ich 6 Himbeeren genommen und 12 Blaubeeren. Die Mango habe ich geschält, in kleine Stücke geschnitten und mit in den Mixer getan. Dann habe ich das Ganze mit dem Orangensaft aufgeschüttet. Da könnt ihr je nach Belieben eher weniger oder mehr Orangensaft nehmen. Kommt drauf an, wie ihr die Konsistenz von dem Smoothie besser mögt. Und ja, das Ganze habe ich dann für ein paar Minuten im Mixer ordentlich durchgemixt und dann wären wir auch schon fertig mit dem Smoothie. Ich finde das total lecker, besonders zum Frühstück, weil es gesund ist, schnell geht und man alle Früchte verwenden kann, die man zu Hause hat oder die man auf jeden Fall mag. Und deswegen trinke ich das jeden Morgen zurzeit. Das sieht ja nach einem verdammt leckeren Smoothie aus. In der Zwischenzeit sind auch meine Sachen fertig. Hier sind einmal die Paprikaringe mit Spiegelei. Die richte ich mir jetzt hier an. Einfach mit so einem Fischheber rausholen und am besten ein bisschen Pfeffer drauf. Et voilà. Spiegelei in Paprikaringen. So, und hier sind unsere Vitalkekse. Die sind auch fertig. Die müssen jetzt noch ein bisschen abkühlen. Das dauert zwar ein bisschen, um die herzustellen, aber die macht ihr nur einmal die Woche und könnt dann jeden Morgen davon essen. Und ich denke mal, das in Kombination mit dem Smoothie von Kathi macht da was echt Cooles her. So, das war jetzt unsere Frühstück.
Frühstücksidee. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was ihr so morgen zum Frühstück esst. Ansonsten würde sich der Robin total freuen, wenn ihr mal bei seinem Kanal vorbeischaut. Er macht nämlich auch sehr viele Videos und sehr interessante und abwechslungsreiche Videos. Deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einem nächsten Video ganz schnell wieder. Tschüss!